Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Satisfactory. Ich stehe jetzt hier auf deiner Seite, wo eben noch das Pflänzchen war. Das habe ich mal abgebaut. Ja, so nenne ich das mal. Abgebaut, sodass wir hier vorne richtig in Ruhe mal drankommen. Whatever. Kann man hier irgendwas machen oder so? Kriegt man Schaden da drin oder so, wenn man sich da drin länger aufhält? Wir gehen oben drüber. Wir sind gar nicht wirklich drin, ne? Alter. Also... Oh, wir sind drin. Geysir kann nicht aufgehoben werden. Ich kann nichts damit machen. Aber er ist da. Ich weiß nicht, ob wir... Autsch, autsch, nee. Nee, alles gut, alles gut. Holy, wir gehen auch hier oben drauf, ne? Also, oh, oh. Naja. Also ich weiß nicht, was es hier mit auf sich hat. Ich habe keine Ahnung. Es sieht nicht unbedingt aus wie eine Ressource. Es ist aber ein Objekt. Naja, na gut, okay. Ob man hier irgendwas draufbauen kann? Ich glaube nicht, dass das hier als Ressource gilt, ne? Im herkömmlichen Sinne. Vielleicht gibt es ja irgendwann einfach so eine, weiß nicht, Wärmepumpe oder whatever. Huch. Hey. Oh, gruselig. Mhm, nochmal, Geysir, hier kann nicht aufgehoben werden. Der Rest hier ist irgendwie gar nichts. Möp. Ich kann noch nichts damit machen, gar nichts anfangen. Das hier auch nicht. Na gut. Ist wohl auch noch ein Feature für die Zukunft, denke ich. Okay, mal gucken. Home ist da vorne. Also hinter diesem Felsen ist der Geysir. Ob der noch irgendwie wichtig ist, das werden wir noch herausfinden. Oh, oh schön. Gut. Da ist Home. Immer noch hinter diesem Teil. Ich versuche mich gerade so ein bisschen zu orientieren. Ich überlege gerade, wie man das anstellen könnte, dass man weiß, dass es hier ist. Naja gut, hier vor dieser grünen... Vor dem grünen. Also vor dieser Höhle. Okay, so kann man sich's merken, ne? Also man sieht es ja von hinten, sieht man hier dieses grüne Plateau da oben. Und auch das da hinten, das grüne. Wobei, da hinten könnte man hin, ne? Wobei ich mir jetzt gerade nicht so sicher bin. Wir müssen die Reise jetzt eh abbrechen. Das Inventar ist rappelvoll. Hm. Schaden im Wasser? Viel Schaden im Wasser? Weiß nicht. Oh Gott. Ich höre... etwas. Huch. Ah, hier kommen wir auf jeden Fall mal zum Teil wieder runter. Na. Boing. So, Grünzeug nehmen wir noch mit. So viel geht da oben. Sind wie die Stinker und die hier. Ach. Sowas Unnötiges. Wieso sind die hier überall? Da ist eine Ressource. Da ist eine Ressource. Was ist das für eine Ressource? Ich... Ich kann doch hier nicht runterspringen, oder? Das geht doch nicht. Ja, das schauen wir noch mal schnell. Ich vermute mal, es ist Eisen. Ziemlich langweiliges Eisen. Aber vermuten ist nicht wissen. Boing, boing. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Jetzt, das war's, ne? Ich bin einfach voll. So, da unten ist... Das sieht unglaublich nach Eisen aus. Ne, das ist Eisen, bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Das müssen wir uns nicht unbedingt freikämpfen. Das macht wahrscheinlich wenig Sinn. Wie viel Platz haben wir denn noch? Ich glaube, Schnecken stecken, ne? Schnecken stecken. Oh, da hinten geht's auch hoch. Sehe ich. Das hier ist ein Weg. Ich vermute aber, hier ist irgendwo auch ein Alpha.
Und da vorne ist noch eine Ressource. Da weiß ich allerdings nicht, was das ist. Aber das können wir wahrscheinlich herausfinden, ne? Ich glaube, Eisen. Ist das nicht? Ich glaube, da oben ist irgendwo Eisen 200. Und das hier genau, da unten ist Eisen. Und ganz da hinten noch irgendwas. Das ist nichts von all dem. Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte Kalkstein. Das ist also auch kein Kalkstein. Und Kupfer. Da unten, das ist Kupfer. Ich vermute, dass da oben auch. Das sieht sich ziemlich ähnlich, ne? Also, hier ist aber viel los. Ach komm, ach komm. Na, einen habe ich schon mal einen Schlag verpasst. Noch einen. Die sind echt gefährlich. Oh, komm schon. Ich will hier nicht runterfallen. Ja, okay. Die stoßen einem auch immer so ein bisschen. Boah, ist das übel, ne? Ist das übel. Alter, ist das nervig. Was die Damage machen. Diese kleinen Viecher. Da muss man eine Menge Nüsschen für essen. Aber es hat sich wohl gelohnt. Oh ja, Schnecke. Wir schauen noch ein kleines bisschen in die Richtung. Ja, das kämpfen wir nicht frei. Was haben wir hier jetzt noch? Ich sehe keinen Alpha, höre keinen. Ah, da unten ist ein großer. Da hinten ist ein Hündchen, da vorne. Ein Hund. Da unten das war was? Nö, das ist nicht. Eisen. Ja, das ist Eisen. Da hinten auch noch. 106. Meter. Das hier ist echt gruselig, ne? Wie die Ruhe vor dem Sturm und wie die plötzlich aufblöppen, diese Großen. Genauso machen das nämlich auch die Kleinen ganz gefährlichen. Da muss man immer ein bisschen Acht geben. Das hier ist nichts. Okay. So, das ist alles der Große. Und hier geht es hoch. Diese Geräusche. Ist das jetzt der Wasserfall mit den Geräuschen? Klingt komisch. Nicht so wie ein Wasserfall. Klingt. Ach, geht ja alles nicht mehr. Wir sind ja voll im Land. Gucken, also zumindest mal so weit gehen, wie man hier gerade so kommt. Vielleicht sehen wir ja schon mal ein bisschen was an Grün. Und können mal ein bisschen auf grüner Wiese rumlaufen. Das wäre schon schön. In Rot. Ach du Kacke, Alter. Der kann aber fliegen. Das ist ein Alpha. Wir müssen hier weg. Das ist ein Alpha. Kann ich hier runter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, den kriegen wir nicht platt. Nicht mit unserer Waffe, keine Chance. Also, da kommen wir nicht hoch. Und in den Tod springe ich jetzt einfach mal auch nicht. So schlimm ist es ja nicht. So. Okay, alles klar, wissen wir Bescheid. Ich wusste doch. Da ist was los. Alter. Oh Mann, wir waren so knapp dran. Huch.
nicht runterfallen jetzt. Das wäre selten dämlich. Und da vorne hat sich die wieder respawned. Ist das so? Echt jetzt? Oder sind wir gerade woanders? Nö. Ist genau hier. Mann. Er kommt nicht nach. Also, okay. Ja. Egal, wo man hin will, man muss sich durchprügeln. Wir brauchen Stuff. Wir müssen zurück. Wir müssen noch ganz, ganz ordentlich was an Maschinerie aufbauen, denke ich. Ordentlich hubleveln. Uns richtig ausrüsten. Vielleicht sogar mit Fahrzeugen oder so. Ha? Und einem ordentlichen Anzug oder... Ja, ich weiß nicht, was es da so gibt. Ich habe keine Ahnung. Eine ordentliche Rüstung, ordentliche Weapon. Ja, scheiße. Ja, Nummer 1. Ich hab dich im Blick. Na, komm schon. Na, komm schon. Du Scheiße. Oh. Okay. Oh, jetzt. Jupp. Wow, also langsam gehen uns die Nüsse aus. Das muss man sich mal reinziehen, ne? Nur von diesen kleinen Viechern. Also was Gefährliches. So. Okay, da oben sind sie, die wunderschönen Bäume. Und wir kommen nicht ran. Ist das ärgerlich. Okay, Home ist da vorne. Querfeldein. Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Scheiß drauf. Autsch. Doof. Da unten her? Könnte man versuchen. Ja, passt. Ja, noch ein paar Pilze. Ich nehme es einfach mal mit. Einmal ganz kurz, was? Hier stand doch gerade irgendwas von wegen, oder? Mitnehmen? Ich habe mich wohl vertan, ne? Keine Ahnung. Okay. Ich habe was gehört. Vielleicht war er's. Alter. Ja, wir können hier wieder zurücklaufen, ne? Hier vorne der Weg. Passt doch. Sieht gut aus. Stimmt, da waren wir schon. Weiß nicht, ob da was Neues gespawnt ist. Lassen wir es mal. Ist egal. Genau, hier kamen wir her. Ach, das gute Wrack. Naja. Wir haben nichts Grünes gesehen. Oh Mann. Warum ist hier auch alles immer so stark? Na, natürlich hätte ich auch den roten Alpha mal antesten können, ne? Ob der funktioniert. Vielleicht hätte man auch vorher mal speichern können und es da mal versuchen oder so. Aber hier ist nichts mehr. Das hätte man eventuell noch tun können, ne? Speichern und dann drauf. Wobei ich das immer so ein bisschen, ein bisschen cheaterig finde. Man speichert und wenn es nicht klappt, lädt man wieder. Bin ich kein großer Fan von. Aber ich glaube, bei diesen Alphas, vielleicht machen wir es einfach mal. Trotzdem. Weil die Wege auch so weit sind. Man ist immer ein bisschen was unterwegs. Hier wieder so ein fliegendes. Die schmecken am besten. Na du? Hm? Süßer kleiner Spatz. Was bist du denn? Ne? Oh. Ach ja, stimmt, das geht ja. Huch.
Ja, Entschuldigung. Ach, ich bin so fies. War hier nicht irgendwas Cooles? Nö. Doch, der Pilz. Ich wusste es doch. Ach ja. Home. Da. Stinkepflanze. Vielleicht lässt sie uns ja freundlicherweise einfach mal ganz schnell vorbei. Stand die irgendwo drauf? Nee. Ja, viel Grünzeug. Hier müssen wir mal mit der Kettensäge durch, ne? Ist ja auch direkt zum Fuße unseres Berges. Oh, ich dachte, gerade ein Fisch oder so. Nee. Ah, randvoll. So, wo ging's denn hier? Richtig hoch. Ich glaube, hier vorne ging's hoch. Oder hier geht's einfach nirgendwo hoch. Ach, da oben. Da sind wir. Ach, da sind wir. Da müssen wir hin. Okay. Okay. Und hier brauchen wir irgendwann mal so eine Rampe, ne? Also hier vorne mal hin und dann können wir uns hier unten an unsere Industrie aufbauen. Die Großindustrie, dann pflastern wir hier unten alles. Und vorher mit der großen Säge einmal durchgehen, dann haben wir auch Energie ohne Ende. Was war das hier vorne? War das was? Oder einfach nur eine optische Täuschung? Das ist ja alles dicht bewachsen. Ich finde es nicht mehr. Hier war eben gerade irgendwas Weißes. Aber es kann auch sein, dass es einfach nur Spiegelung war, ne? Vom wunderschönen Mond, der da gerade nach oben schnellt. Was ist denn da los? Nicht so eilig, wir haben Zeit. Schon eine schöne Atmosphäre gerade. Oh, komm schon. Dead End? Echt? Schade. Ach, jetzt haben wir die Stinker hier schon wieder. Ach, komm schon. Ich will doch hier nur durch, ne? Was leuchtet da hinten so schön grün? Ist das eine Schnecke? Ich weiß nicht. Kann ich denn hier so, gerade so, mal schnell durch? Aber gerade so, ich muss in die Richtung. Here we go. Also auf jeden Fall muss da... Entschuldigung. Auf jeden Fall muss da so eine Treppe nach unten führen, ne? Holla. So, here we go. Ich mülle ab, ich weiß nicht. Abmüllen, ja. Vielleicht können wir die Alien-Panzer schon mal hinten reintun, ja? Dann wären die mal weg. Achso, Mycelium ist abgeschlossen. Oh, go. Jetzt bin ich mal gespannt. This mycelia can be used to create fabrics. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 1. Additionally, R&D has requested extra samples to determine the cause of an anomaly. Okay, ein extra Sample. Willst du haben, Mycelium? Hätte ich da. Okay. Was? Gewebe noch? Haben wir denn irgendwo Gewebe? Oh, what? Das ist das alles nicht. Gewebe haben wir gar nicht. Schau an, was es hier alles gibt. Speckpilz können wir schon mal reintun. Ich glaube, das geht.
Festplatte haben wir nicht. Alien-Panzer haben wir jetzt, glaube ich, genügend. Ja, aber erstmal Mycelium. 10 Minuten, go. Schön. Dann kann ich denn irgendwas craften? Ich glaube nicht, ne? Weil einfach alles dicht ist. Stacky Stack. Es ist alles randvoll, wirklich randvoll. Das hier ist Kieselsäure und davon haben wir auch ein bisschen neue. Okay. Also, ich mach das jetzt folgendermaßen. Ich werde jetzt hier die Kisten so ein bisschen sortieren. Ja, hier sind ja ein paar. Und dann packe ich zum Beispiel in die Kiste so ganz extravagante Sachen, die wir in den Wracks gefunden haben, rein. Hier vielleicht dann Biozeug oder so oder Treibstoff und mal gucken. Ja, ich lasse mir was einfallen und in der nächsten Folge werde ich dann berichten und in der nächsten Folge sehen wir dann, was da hinten noch so rauskommt. Aber, bevor ich jetzt ausmache, das wäre gemein sonst. Wir gucken kurz. Stufe 1, Gewebe. Das sind die Belohnungen. Ach, wir können jetzt erst Gewebe dann machen, ne? Und das können wir dann wieder erforschen. Wir brauchen also Biomasse und Gewebe. Wieso können wir Biomasse dann? Was ist das für ein Kram? Meilenstein auswählen. Wir wählen das einfach mal. Wir machen das. In der nächsten Folge. Dann macht es gut. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.